liebe Leute, was ist hier mit Ding los? Überall nur große Pokémon, die ersten zwei Arenen haben wir schon gesagt. Und heute geht es weiter mit der nächsten Arena, das ist Claw City. Wir sind mitten wieder in der After-Story, das DLC habe ich abgeschlossen. Ein Voloso, also der Kugel hat sich entwickelt. Ich habe den Turm des Wassers dann doch einen zweiten Anlauf gepackt. Und jetzt aber gesagt, war ja Turfield und Kitten befreit. Und heute geht es mit Claw City weiter. Und dann müsste es eigentlich. Keine Ahnung, wie sollen wir denn noch was sehen? Das ist auch nichts. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das die Reihenfolge habe. Oder? Wie soll ich? Sorry, ne? Ach! Das ist ja die falsche Arena. Ich vermute, dass wahrscheinlich jetzt alle Arena-Leiter oder alle Arena mal in einer Reihenfolge kommen. Und auf die Reihenfolge geben wir dann auf jeden Fall ab. Und ich habe tatsächlich wieder mal. Also, war es richtig? Genauso schlechte Orientierung sind die Dilien. So, warte mal. Ja, so viel zum Thema. Wir sind auch mit in der falschen Stadt, mein Gott. Hier müssen wir nicht hin. Engine City, mein Gott. Ich war in Claw City. Ich war eine Stadt, ein Gedankensprung zu weit. Man kann halt auch nichts werden. So. Okay, starten wir hier wieder richtig. Ist das dazu? Nein, nicht. Naja, nicht hier hoch, ne? Ja, das war das Stadion, was ich gesucht habe. Ja, ich bin. Warte. Einfach komplett verlaufen. Mein Gott. Ja, wir machen trotzdem zwei Arenen hier in der Folge. Sieh an, der Champ. Netz und Top, du hast auch gleich mitgemacht. Oh, sehen Sie sich an, nämlich Kamu? Das war nicht toll. Ja, aber klar. Immer noch, ich bin kurz und kurz erfolgt, was für eine Kadeuleistung ihr beiden bei der eurer Arena natürlich gelegt habt. Ich glaube nicht, dass wir gerade Zeit für eine mütliche Schwätze haben. Hast du natürlich recht. Die Lage im Stadion ist nämlich sehr ernst. Und deshalb sind wir hier. Voran. Ich habe mir den Kopf darüber zu brauchen, nicht alleine mit einem starken Gegner aufnehmen soll. Aber euch an meiner Seite brenne ich gerade alles auf den Kampf. Na, mal los. So, ich muss schauen, was wir jetzt erwarten. Vielleicht eine Voloso da vorne, also die Wasserform davon. Ich habe meins ja quasi die Wasserform. Es gibt ja Wasserform und Milch. Also die andere Form können wir leider nicht mehr machen. Oh ja, mein Kurtel. Turtle, das sieht halt so gute Werte. Also was für die das betrifft. So, starten wir mal auf. Die geht wieder zu.
Aber ich nutze schon seine Feuerkraft drin. Da spielen wir ja Pokémon. Wir haben ja nicht mehr so viel. Und da haben wir jetzt noch einen Freund, wo wir jetzt die Karte kriegen werden. Aber das wollen wir dann in der Lösung. So, der Kino scheint da ja, aber das ist gut im Kopf. Sieht ganz aus, als hätten wir gerade noch einmal ein großes Single verhindern können. Das Pokémon kann sich vorerst hier im Stadion erholen. Ach, okay. Der Wilde Wars ist von mir. Richtige Adresse. Und Kabel kriegen wir auch eine seltene Liga-Karte. Ja, ich verstehe schon. Wir müssen doch wollen, dass wir die Rechten sehen. Wie? Da mal los, Junge. Viel Glück. Ja, und die nächste. Piep, 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 piep. Was? Ist das sonst weitergekommen, was wir kriegen? Gibt's ja mal ein Problem. Dann kauft ein Pokémon, der wohl auch getan. Was? Ist denn alles okay bei dir? Und Hand nervt mich die zwei Minuten groß damit, dass sie die Wunsch mehr haben wollen. Noch kann sich sie im Schach halten. Aber könnt ihr trotzdem nicht schnell vorbeischauen? Oh oh. Oh. Also, war das nicht. Doch, ich krieg's. Ah, krieg ich schon. Dieser zwei. So, dann machen wir das jetzt. Weiter. Das nächste ist, müssen wir wieder zum Labor. Ich hoffe, dass ich diesmal den richtigen Weg weiß. Wenn ich den richtigen Weg finde. Aber ich weiß es nicht mehr. Also ich bin, gerade was die Alter-Story betrifft, also die anderen betrifft, bin ich raus, weil ich war jetzt eine ganze Weile wirklich auf der Rüstungsinsel. Wie gesagt, ich werde das DLC und ich habe das DLC auch nur einmal gekauft. Im November kommt ja der zweite Teil raus. Da sind wir dann definitiv wieder in Pokémon. Aber jetzt erstmal treffen wir hier scheinbar auf Schwertold und Schildrich. Unser Gespür sagt uns, dass die Wunschsterne, die er losgesammelt hat, sich in diesem Labor befinden. Unser Gespür? Ja, diese Schätze sind viel zu wertvoll, um sie den spitzigen Händen des Pöbel zu überlassen. Also her, damit das wird bald. Was? Es hat die Tatsache, dass sie sich für berühmt halten, mit dem Wunschstern zu tun. Ich kann mir nicht erklären, wo sie von den Wunschern und wo wissen, aber wir haben sie ganz bestimmt ausgelegt. Ganz recht, es ist offensichtlich, dass sie den wahren Wert der Wunschern nicht begreifen. Folglich sollten sie die Finger von ihnen lassen. Ach du meine Güte, was soll ich jetzt denn tun, Brüderchen? Wirklich unfassbar, was wir hier erdulden müssen, mein lieber Bruder. Wenn ihr jemand etwas erdulden muss, dann wohl die beiden Professorinnen. Ha. Ich kann nicht zulassen, dass sie wieder Pokémon in ihren Willen immer maximiert. Und das rostige Schild, das rostige Schwert könnt ihr auch gleich wieder rüberwachsen lassen. Oha, oha. Ich war also sicher, dass ihr Champion aufkreuzen würde. Aber jetzt müssen wir uns mit dem Laufburschen zufrieden geben. Ich schätze, als eine verlichtende Wehe war gegen uns bereits vergessen, und möchte erneut gegen den Grunde Boden gestand werden. Hey, lass mich nicht von diesen zwei Clowns unterfuttern. Ganz meine Meinung. Diese eine Niederlage darf dich nicht so aus der Bahn werfen. Das hat er schon mal damals gehabt. Hat er schon mal das den Fall, da er ja zum Glück gekriegt gewesen, als er gegen Bettis auf den Sack gekriegt hat. Und jetzt quasi schon wieder. Also ja, Selbstvertrauen ist bei ihm eigentlich kaum vorhanden. Naja. Okay. Komm, zusammen schaffen wir das. Danke, Tim. Hast recht. Lass uns den Pappnasen mal den Weg zur Tür zeigen. Pappnasen? Magst du so einen Pappnasen zu dir? Das ist ein Gipfel im Verständnis, mein lieber Bruder. Keine Frau. Bis der Tag kommen würde, an dem wir uns derart vom Pöbel beleidigen lassen müssen. Keine Schmerz, Bruderchen. Als Vertreter unseres nobelen Geschlechts sollten wir diese Sprache keinesfalls erdulden. Diesmal haben wir den Kampf am Pokémon mitgemacht. Dieses Kämpfchen müssen wir auf einem anderen Niveau stattfinden. So, okay.
Dann kriege ich bei Heidis mal wieder auf. So, er hat Swirlock und Tech-Test, okay. Gehen wir auf jeden Fall auf Tech-Test mit dem Donnerschlag. Mein Boy. Ja, der hat und, ja, gut den Sieg gerettet. Zieht sich durch. Genau, der Radio ist rausgenommen. Ist so, du hast jetzt Kurs. Ja, das ist also. Ja, da können wir beide nicht. Der eine nicht mit seinem Sondersensor und der andere nicht für die Geister. Okay, Sandstoffregel, damit habe ich doch nicht gerechnet. Oh oh. Also der Zwölfer ist sowieso, keine Ahnung. Gibt ja auch, aber ich versuche mal das Buchkasper rauszunehmen. Ach, verdammt. Bei der nämlich auf den Sandkopf kriege ich gekommen. Das wird er wahrscheinlich tun. Ich habe also das Wort vom Lichtschild ein. Ja, bald wieder weg. Aber ich habe schon die Chance, aber keine Chance kriegen. Geist-Pokémon ein, ja, du kannst es nicht Geist-Pokémon. Ich setze den Kampf aus. Weiter 50. Und jetzt die Funktion, genau, damit wir die Funktion haben. Jawohl. Jetzt ist der Krieg, Stahl. Was raus? Level Up, Libalo, Katabuldra und Volahuzu. Und der kommt jetzt mit Legios. Legios kennen wir ja. Der ist ab. Ein bisschen. Und Pokémon, aber das ist jetzt gerade die Hälfte interessant. Ich bin noch ein Feuer. Ich glaube, dass die dieses Tech-Tack auch mal ausnehmen müssen. Obwohl es das irgendwie gefährlich ist. Mal raus. Das kann nicht so gefährlich werden. Ich werde da einen Zock auf Gott drauf, was aus dem Rennen. Und jetzt fällt er die alte Spiegel mal ein. Mit Krabor. Das ist ein Ziel, oder? Okay. Weil. Feuerflag, was kein Problem sein. Die Stahle im Licht. Und Schiss. So, jetzt sind wir mit der irgendwann mal wieder so komische Legio rausgenommen bekommen. Ja, der Schiss wird einer. So. Wir waren jetzt ohne, aber. Obwohl, wir haben noch einen, dann kriegt die Klappe auf jeden Fall. Okay, weitere Streifen.
Wir setzen jetzt mal auf Nova Kanonade. Da wird noch ein bisschen. Weg und tschüss. Wenn du dich nicht wehren kannst, nicht zurück, einfach genau. Das Feuerattacke ist noch nicht für Reizung nebenbei und damit die zwei Clowns. Physik. Geht doch, wir haben gewonnen. Aber diese Pokémon haben wir doch im Schweiß und Angesicht trainiert. Mein kleiner Erfolg ist eigentlich gegönnt. Jedoch muss ich betonen, dass ich zwei von euch gebraucht habe, um das Wasser, um uns das Wasser zu halten. Euch ist wohl entgangen, dass ihr auch zu zweit seid. Eben. Na, nur ausgleichende Gerechtigkeit, meiner Meinung nach. Also, werdet uns jetzt endlich das rostige Schwert zurückgeben, damit auch ein Pokémon sich dann maximieren zu zwingen. Darf ich kurz stören? Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche. Aber Vorsicht, wie sind wir da so gefährlich? Wie es scheint, war die Infiltration des Labors erfolgreich. Gute Arbeit. Haben Sie die... Moment. Die neue Assistentin arbeitet mit den zwei Vögeln zusammen? Okay. Das kam jetzt irgendwo unerwartet. Naja. Ja, Meister Schädrich. Sie beide haben ja genügend Zeit verschafft, um alle Wunschschäden zu arbeiten. Moment! Was passiert hier gerade? Das können Sie doch nicht tun. Wann hat das hintergangen? Die Rache ist so süß, dass ich Matthias später ohne Zucker trinken kann. Der Kampf war eben nichts weiter als eine kleine Ablenkung. Sie sind bereits unsinnig, bevor ihr eure Puckwelle auch nur in der Hand hattet. Das heißt, Kinderspiel. In diesem Sinne, Ade. Hallo, was hier? Warum haben Sie das getan? Tut mir leid, Professor Sanja. Sie haben mich also von Anfang an belogen? Mir blieb keine andere Wahl. Nur so konnten wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Alles zum Wohl unserer königlichen Blutlinie. Scheiße, ey. Gut, dann müssen wir tatsächlich irgendwie hoffen, dass wir weiterkommen. Jetzt erst recht. Hey, wartet. Warum geht er einfach nur Wort zu sagen? Ich glaube, du warst gerade irgendwo beschäftigt. Naja, du sahst unser Kirschhaus. Wir wollten ja ein bisschen Zeit geben, um das alles zu verarbeiten. Ja, natürlich bin ich verkürzt. Natürlich, schließlich ist es allein meine Schuld, dass wir so spektakulär ausgedrückt wurden. Ich kann nicht glauben, dass ich mich derart hab reinlegen lassen. Aber es ist nicht die Zeit, die Drucksack zu blasen. Also lasse ich jetzt einfach sein. Schluss damit. Diese Team hat mir eine riesige Menge an Wunschsteinen mitgehen lassen. Entschuldigung, da haben wir gerade gemacht. Ich will gar nicht daran denken, dass sie damit alles Furchtbares anstellen könnten. Wie ihr seht, habe ich keine Zeit für einen Durchgänger. Ah, Sanja. Du bist echt hart im Leben. Es macht mich sehr stolz zu sehen, wie du so in einer Krisensituation einen kühlen Kopf bewahrst. Guck mal. Normalerweise braucht es ein starkes Vertrauen zwischen den Pokémon und die wahre Kraft des Zimmermann-Phänomens zu entwickeln. Aber es wäre unmöglich, dass die Leute die Gala-Partikel in den Wundstellen verwenden, um diese Gegenlegung zu umgehen. So eine dünne Maximierung der Pokémon zu erzielen. Also, klick auf den Diebstahl. Auf der Spielsammlungsstelle ist es jedenfalls bekommen wir. Jetzt, wenn sie so viele Wünsche in die Finger bekommen haben, müssen wir damit rechnen, dass sich die Lage erheblich verschlimmert. Aber was erhoffen sie sich davon, Pokémon zu dünne Maximierung zu zwingen? Die Typen haben doch einfach davon Gefahr, dass die wahre Natur von Zakian Zahnfilter zum Vorschein bringen wollen. Ich würde auch gerne wissen, was das alles mit der königlichen Blutlinie zu tun hat, die meine ehemalige Assistentin erwähnt hat. Andererseits muss ich damit gar nicht reden. Und das ist genau das, was daraus kriegt. Dafür dürfen wir einen Blick auf seine Karte schnell. Diesmal schlagen die Detektoren gleich in vier starke Gärten aus. Wir müssen umgehen handeln. Irgendwie, ist wirklich in Gefahr sein. Aber ich zweifle, gibt es doch gar keine Scheibe mit Energiequelle. Ich muss dir mal wieder unnötige Sorgen. Jetzt, wo du sagst. Kev, komm, wir dürfen keine Zeit verlieren. Du musst dem Verlust und dem Pokémon helfen. Tut mir leid, dass ich mir bei dem Gemeins Pokémon nicht helfen kann. Bitte kümmern euch um sie. Versucht ihr mal herauszufinden, wo sich diese zwei Clowns herumtreiben. Ja, die zwei, die scheinen tatsächlich ein bisschen gefährlicher zu sein, als ich es eigentlich erwartet hatte. Okay, als nächstes müssen wir. Ach. Okay, wir haben jetzt Claw. Passback. Genau, hier sind wir durch. Dann haben wir Fairbelly, Surchester. Okay. Also vier Städte. Die
Die Frage ist, welches ist das nächstes? Klaus City war ja Drache. Das weiß ich. So. Dann müsste jetzt eigentlich Passbeck als nächstes kommen. Passbeck, Zurchester. Ne, doch, Passbeck, Zurchester. Ja, doch, ist richtig, genau. Oder? Ja, wir fahren jetzt. Wir fliegen jetzt erstmal nach Passbeck. Da müsste es um den Geist sein. Da dürfte ich mit Simona de Wolle die weit kommen. Weil ich auch keine Pulle reinsetzen könnte. Also nicht. Komm, hier ist mal keine Pulle vorne rein. Ist zwar von Typen Geistwache. Doch Geistwache, aber müsste eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, ich mache ja zwei Arenen ab die Folge. So. Und da steht schon der gute Neo. Oh, seid ihr da alle hier, um mir zu helfen? Das ist aus. Wie ist denn der Stand der Dinge hier? Die Leute sind alle in Sicherheit. Und ich, zur Erinnerung, werde mich den als Pokémon im Kampf stellen. Okay, das packen wir mit beiden Kräften an. Ah, vielen Dank. Ich spiele euch mehrere Pokémon von. Jeder bitte nimmt sich nur eins vor. Packen wir es an. Gut, und jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Weil wir haben ein Pokémon, wie gesagt, als Gegner. Und wir kämpfen also alleine gegen Smokop. Zu 14. So. Okay. Da. So, Hammer. Vielen Dank. Die Pokémon haben sich alle wieder beruhigt. Können wir den Pokémon jetzt erholen hier im Stadion? Dann fühlen sie sich bestimmt bald wieder besser. Die Käfer, meine Liga-Karte. Ich kümmere mich um den Rest hier. Ich brauche bestimmt noch andere Leute, eure Hilfe. So. Okay. Und mein Papa hat uns ziemlich viele Wunschhände geschaffen. Kein Wunder, dass wir jetzt viel mehr Pokémon, die noch uns ziehen können. Gut, merke ich, dass unsere Pokémon, unser Problem jetzt als Böse richtig anfangen. Es gibt noch drei Stadien mit durchgehend wieder noch Pokémon. Das ist keine Zeit verlieren. Genau. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, vielleicht vier Stadien. Eigentlich sind es ja nur drei. Oder? Also die anderen vier Stadien. Okay. Zwei machen wir dann in der nächsten Folge und die anderen zwei machen wir dann in der letzten Folge. Und dann geht es so langsam hoffentlich Richtung Finale. Ja, dann würde ich sagen, nochmal fern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gibt es noch ein bisschen was zu retten. Bis dann. Tschüss.